Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal wieder um ein Einsteiger-Smartphone gehen. Heute geht es um das Vivo Y20S. Ja, das Vivo Y20S wurde mir von Vivo Deutschland zum Testen zur Verfügung gestellt. Nach meinem Test geht das natürlich an euch wieder zurück. Vielen Dank dafür, für die Leihgabe. Wir schauen uns das Gerät heute im Unboxing an. Sprich, wir schauen, was im Lieferumfang alles enthalten ist. Ich schildere euch meine ersten Eindrücke über das Gerät und dann würde ich jetzt sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Es ist mein drittes Vivo-Smartphone, Vivo Y20S hier nochmal. Es ist das Einsteigermodell von Vivo. Es gibt ja noch das Y70 und auch das Vivo X51. Das ist so ein bisschen ihr Flaggschiff, würde ich es mal nennen. Hier das Einsteiger, das Y70 ist dann das Mittelklasse-Gerät. Videos findet ihr natürlich zu den einzelnen Geräten hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Preis ca. von diesem Gerät liegt bei UVP 160 Euro plus minus 10 Euro, würde ich mal sagen, oder ihr bekommt es halt im Angebot. Da müsst ihr mal schauen. Schaut gerne auch unten in der Videobeschreibung nach, da verlinke ich euch mal das Gerät, da könnt ihr mal nachschauen. Ja, sonst hier oben nochmal 4 GB RAM und 128 GB ROM. Das ist hier oben in der Ecke bei Vivo auch normal. Sonst hier nochmal den Hinweis auf Google Play und sonst hier nochmal ein bisschen Vivo-Schriftzüge und so weiter. Es ist noch verschweißt. Das finde ich immer toll. Das ist so ein bisschen die Anerkennung für die YouTuber, dass sie als erstes dieses Gerät auspacken dürfen. Jetzt hätte ich mich beinahe geschnitten. Und dann machen wir die Folie jetzt mal ab. Und schauen uns, was uns da erwartet. Das dürfte auch wieder so ein Schieber sein. Jawohl, das macht Vivo anscheinend ja ganz gerne. Und hier vorne seht ihr nochmal Y20S und hier unten nochmal Vivo, die eigentliche Smartphone-Verpackung. Ziehen wir jetzt einfach mal auf, schauen hier gleich den Papiertray mal nach, was da so drin ist. Und da haben wir irgendeine Zettel, dann haben wir hier, da kann man so eine Banderole, dann haben wir hier natürlich das SIM-Check-Tool. Lege ich für den SIM-Schacht hier mal auf die Seite und dann haben wir hier Quick-Start-Guide und natürlich die Warranty-Card, ganz wichtig. Ich vermisse hier leider eine Hülle, vielleicht ist sie noch ums Gerät drumherum. Da schauen wir gleich mal. Wir legen es nicht hier drauf, weil dann legen wir es hier hin, sonst klappt das nach unten. Hier ein weiterer Tray, kriege ich den irgendwie raus. Jawohl. Und dann haben wir der übliche Lieferumfang, ein USB. Oh mein Gott, ein Micro-USB-Kabel. Ich hätte ja beinahe USB-C-Kabel gesagt. Nein, es ist ein Micro-USB-Kabel auf USB-A. Schade, also das machen Hersteller mittlerweile anders. Andere Hersteller machen das anders. Auch in dem Preisbereich schon. Vivo, das ist nicht ganz so toll. Finde ich wirklich sehr schade. Dann ein Netzteil. Da haben wir aber 18 Watt. Ihr könnt euer Gerät mit 18 Watt laden. Das ist doch wiederum ganz gut. Maximal 18 Watt, jawohl, hier steht sogar, ich musste doch nochmal schauen, dass ich euch nichts vom Pferd erzähle. Ja, euer 5000 mAh starken Akku könnt ihr also mit 18 Watt laden. Das war's, was im Lieferumfang dabei ist. Nein, hier habe ich noch was gesehen. Kopfhörer habt ihr hier mit Klinkeanschluss, also das Gerät hat einen 3,5 mm Klinkeneingang oder Ausgang, wie ihr das auch nennen wollt. Optik von den Kopfhörern, ja, bekannterweise halt zu einem anderen großen Hersteller, aber das machen ja viele. Ich sag mal, da habe ich persönlich kein Problem damit, wenn die aussehen wie die oder die Kopfhörer. Das war's, was in dem Lieferumfang dabei ist. Jetzt schauen wir uns das Gerät an und befreien es irgendwie mal ganz elegant. Ich schiebe mal von hier unten, jawohl, ganz elegant von der Folie. Und ja, es ist keine Hülle dabei.
Finde ich seltsam, also da hätte Vivo lieber hingehen sollen und hätte die Kopfhörer weglassen sollen und eher auf die Hülle setzen sollen. Aber gut, ihr habt hier die schwarze Farbe. Schade mit meinem Untergrund jetzt. Ich habe mit einer anderen Farbe gerechnet. Es gibt noch eine blaue Farbe. Ich hoffe, ihr könnt jetzt so ein bisschen was erkennen von der Farbe. Es ist natürlich Kunststoffrückseite, Kunststoffrahmen. Das ist in dem Preisbereich aber auch normal. Also da ist nichts Schlimmes dran. Ihr habt hier nochmal einen Vivo-Schriftzug. Und ja, es schimmert so ein bisschen im Licht. Ich versuche es immer mal so ein bisschen zu drehen. Ihr hier seht ihr schöne Regenbogenlichter. Oh, das sieht schön aus. Cool. Cool gemacht. Also trotz Kunststoff kann die Rückseite doch was. Der Kamerabumper, kommen wir später, wie gesagt, dazu. Kunststoffrahmen. Hier der Powerbutton integriert einen Fingerabdrucksensor. Kommt ja immer öfter. Dann die Lautstärkewippe in einer, ja, doch gesunden Höhe. Das ist schon okay. Sie wackelt leider ein bisschen. Dann haben wir hier oben haben wir nichts. Die Hörmuschel hier leicht schräg eingepasst. Und hier oben den SIM-Kartenschacht, den wir dann mal rausziehen und schauen, was hier verbaut ist, was uns Vivo hier bei diesem Gerät verbaut. Und ja, das ist wieder toll, wenn ihr es erkennen könntet. Ich halte mal die Hand drunter. Hier könnt ihr zwei SIM-Karten verbauen und eine Micro-SD-Karte, um den Speicher, der 128 GB groß ist, zu erweitern. Das ist wirklich toll. Dual-SIM und Speichererweiterung. Das ist wiederum jetzt ein Vorteil, was dieses Gerät bietet. Machen wir ihn wieder rein. Sonst haben wir hier am Rahmen nichts. Und unten könnt ihr hoffentlich erkennen, nochmal, tut mir leid mit dem schwarzen Untergrund, das war ein bisschen schlecht gewählt, ein 3,5 mm Klinkenanschluss, dann ein Mikrofon, der Micro-USB, Lade- und Datenport, was soll ich sagen, und ein Mono-Lautsprecher. Ja, sonst so von der Griffigkeit gefällt mir das Gerät richtig gut. Es ist eher flach gehalten. Es hat keine Rundungen hinten auf der Rückseite. Das liegt doch gut in der Hand. Man kann es gut greifen. Der Powerbutton hat eine gesunde Höhe. Wir schalten es schon mal an. Dann erzähle ich euch was über die Maße des Geräts. Wir haben hier 76,3 x 164,4 und es ist 8,4 mm dick oder dünn, je nachdem, wie ihr es mögt. Gewicht hat das Ganze 192 Gramm, angenehm, unter 200 Gramm ist wirklich angenehm. Auf der Front sehen wir dann das 6,51 Zoll große IPS-Display mit einer HD-Plus-Auflösung. Auch wiederum schade, dass es nur HD-Plus ist. 720 x 1600 Pixel, 270 ppi, ein Format von 20 zu 9, 60 Hertz natürlich, das ist ganz klar. In dem Preisbereich, wo wir uns da bewegen. Es geht aber auch anders mit einem HD Plus Display. Da könnt ihr mal schauen, verlinke ich euch hier oben im i. Mit dem Oppo A53s, da habt ihr auch ein HD Plus Display verbaut gehabt, aber 90 Hertz Bildwiederholungsrate. Also das hat das Gerät doch diesem Gerät ein bisschen voraus, aber wir bleiben jetzt bei dem Vivo Y20s. Hier oben in der Waterdrop Notch habt ihr eine 8 Megapixel Frontkamera verbaut mit einer Blende von f1.8. Das reicht vollkommen aus für ein paar Selfies zu schießen, für ein bisschen Social Media zu machen. Davon bin ich doch wirklich überzeugt. Und wenn wir bei Kameras sind, gehen wir nochmal auf die, ja, doch richtig cool schimmernde Rückseite. Wir haben hier ein Triple-Kamera-System, die übliche Triple-Kamera-System, 13 Megapixel Hauptsensor mit einer Blende von f2.2, leider nicht näher beschrieben oder ich habe zumindest nichts gefunden, welcher Sensor das dann halt ist. Dann haben wir jeweils 2 Megapixel Sensoren, einmal ein Bokeh-Sensor und einmal ein Makrosensor. Ihr kennt meine Meinung dazu, mit einer Blende von f2.4, die hätte man weglassen können und eher ein Ultra-Weitwinkel verbauen können. Ist schade drum, aber gut, ist nun mal so. Die Kamera
bietet natürlich in dieser Hinsicht oder in dieser Preisklasse nicht wirklich viele Optionen. Ihr habt eine elektronische Bildstabilisierung, ihr könnt Digitalzoom darstellen, HDR und einen Autofokus könnt ihr da auch noch aktivieren. Ja, softwareseitig haben wir Android 10 mit der Oberfläche FunTouch OS 10.5. Wir richten das Ganze mal ganz schnell ein. Ich suche hier die deutsche Sprache mal aus. Wo sind wir? Hier bei Deutsch und dann hier in Deutschland. Und ihr wisst, ich spule dann immer mal ein bisschen vor oder cutte es weg. Bis gleich. Wie üblich richten wir es zusammen den Fingerabdrucksensor ein, Eingabe starten. Bei Vivo muss man allem zustimmen und hier ist der Fingerabdrucksensor, wie erwähnt, auf der Seite. Wir wollen starten und dann die Eingabe doch durchführen. Mal schauen, wie schnell das geht. Aber da sage ich auch immer, lieber soll die Einrichtung ein bisschen länger gehen und die Genauigkeit dafür dann doch herausstechen. Das war's schon. Ich habe gedacht, man muss noch die Ränder einlesen. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie das dann funktioniert, wie gut der funktioniert. Die Gesichtserkennung wollen wir auch gerade noch machen. Wir wollen mein Gesicht hinzufügen. Da schaue ich. Hat doch etwas länger gedauert, bis es mich erkannt hat. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze dann so funktioniert. So, jetzt sind wir in der Oberfläche. Es fährt noch gerade noch so hoch. Und dann schauen wir doch gleich, bevor ich es wieder vergesse, weil das mache ich ganz gern, wie schnell doch der Fingerabdrucksensor funktioniert. Und ja doch, also das ist wirklich nicht schlecht. Da kenne ich in dem Preisbereich andere Smartphones, die durchaus schlechter reagieren. Ja, also da bin ich durchaus begeistert. Die Gesichtserkennung schauen wir doch auch mal. Das Schloss geht auf, man wischt nach oben, funktioniert auch tadellos, kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Bei der Hardware sind wir angelangt und da verbaut Vivo den Snapdragon 460. Es ist ein Octa-Core mit 1,8 GHz. Unterstützt wird das Ganze von einer Adreno 610 Grafikeinheit, 4 GB LPDDR4 XRAM und 128 GB UFS 2.1 interner Speicher, der wie gesehen erweitert werden kann über eine MicroSD-Karte. Im Antutu Benchmark erreicht das Gerät 142.156 Punkte. Das ist durchaus für die Einsteigerklasse ein guter Wert. Ich bin gespannt auf die Performance und vielleicht auch einen Vergleich zu dem Poco M3 zum Beispiel. Das Gerät hat ja einen Snapdragon 662 verbaut, der mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen hat. Zumindest in den ersten Tests. Ich hoffe, ich nehme euch nichts vorweg zu meinem Review. Aber da kann ich doch mal ein bisschen vergleichen, was dabei rumkommt. Alles weitere über dieses Gerät und Fotos und so weiter könnt ihr natürlich wie immer über Social Media nachlesen und nachschauen. Ich blende euch hier oben wieder was ein, da könnt ihr gerne folgen. Da könnt ihr bei Instagram und Twitter doch mal schauen, was ich da so poste. Ja, sonst haben wir bei dem Gerät nur 4G, also der Prozessor unterstützt kein 5G, aber ist hier in Deutschland jetzt zweitrangig und für ein Einsteigergerät würde ich es mal sagen, sowieso. Dualband WLAN unterstützt das Gerät aber trotzdem 2,4 plus 5 GHz, Bluetooth 5.0 und ihr könnt über den USB-Ausgang, auch wenn es Micro-USB ist, andere Geräte damit laden, also USB on the go. Könnt ihr da nutzen. Leider hat dieses Gerät aber kein NFC-Chip verbaut und das ist auch in dieser Preisklasse für mich mittlerweile ein No-Go. Das geht leider gar nicht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht davon, aber sonst mein erster Eindruck ist ganz gut. Wir haben natürlich ein 60-Hertz Display, also natürlich keine 90-Hertz oder irgendwas, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber es läuft jetzt flüssig und ja, es sind ein paar Apps vorinstalliert, hier Instagram habt ihr schon mal, sehe ich gerade, TikTok habt ihr, das ja kann man bestimmt auch deinstallieren, hier oben nochmal Facebook, das sind halt so ein paar Apps, die hier bei Vivo mit installiert werden, aber es hält sich doch noch in Grenzen, also Spiele oder irgendwas kann ich jetzt nicht erkennen und mit so ein paar Social Media Apps kann ich durchaus leben, ich persönlich brauche die ja sowieso. Ja, wir gucken uns nochmal gerade an, wie das Display aussieht, ob ich das übliche IPS-Bleeding
an den Rändern erkennen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe kaum was. Also für den Preissegment ist das Display wirklich gut gewählt. Auch die Blickwinkel sind sehr stabil, da kann ich auch nichts sagen. Also das gefällt mir wiederum jetzt richtig gut. Das Gerät hat halt ein paar Vorteile, aber halt auch ein paar Nachteile zu seinen Konkurrenten, würde ich sagen. Ja, das soll es für das Vivo Y20s gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne doch mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.